Ja, dann, wir haben gerade schon gesagt, sechste Stunde katholische Religion. Wir sind im kleinen Kreis, freitagnachmittags, genau, aber war nicht anders zu erwarten. Insofern schön, dass Sie den Weg gefunden haben zum Thema Megatrend Nachhaltigkeit. Viel mehr stand auch gar nicht auf den Übersichten. Insofern war es vielleicht ein bisschen das Überraschungspaket. Deswegen habe ich es ein bisschen weiter ausformuliert, wie ein PIM Kunden zu mehr Nachhaltigkeit verhilft. Das ist so ein bisschen das Thema dahinter. Guten Tag, immer rein. Megatrend Nachhaltigkeit. Ich möchte im ersten Schritt mal ein bisschen darauf eingehen, was ist ein Megatrend und auch was bedeutet Nachhaltigkeit. Vielleicht auch jetzt im Zusammenhang mit einem Softwareunternehmen, wo man das ja nicht im ersten Schritt direkt erwarten würde, dass wir irgendwas auf dem Bezug der Nachhaltigkeit tun können. Zunächst aber vielleicht einfach ein, zwei Folien, dass Sie auch einordnen können, wer ich bin bzw. wo ich herkomme. Tobias Marx ist mein Name. Ich bin einer der Geschäftsführer der Apollon. Das ist die blaue Kachel unten. Wir gehören zur Meile-Müller-Gruppe, Unternehmensverbund von vier Unternehmen, die sich alle mit dem Thema Marketing, Produktinformation beschäftigen. Und das Ganze schon, Sie sehen es, gegründet 1910, schon sehr, sehr lange in verschiedensten Ausprägungen. Und wir als Apollon sind eben die Software-Tochter. Das heißt, bei uns geht es ganz klar um das Thema Softwareentwicklung. Wir haben eine eigene PIM- und DAM-Lösung. Nennt sich Online MediaNet. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal die kleine Biene gesehen, die wir hier oben in dem Logo drin haben. Und wir machen eben auch Integration unserer Softwarelösung, aber auch ganzer Softwarewelten, auch zusammen mit Webshop-Implementierungen auf Basis Shopware, mit einer eigenen Blätterkataloglösung, die wir anbieten und natürlich auch mit dem ganzen Beratungsumfeld, das dafür notwendig ist, um so eine Lösung am Ende beim Kunden platzieren zu können. Für wen machen wir das? Einige Kundenbeispiele hier, das Ganze, was eben zeigen soll, querbeet, das heißt branchenagnostisch, wir sind eben über alle Branchen, über alle Kundengrößen unterwegs und versuchen hier eben zu unterstützen in den verschiedensten Prozessen, was eben Produktdaten, Mediendaten und die digitalen Verkaufskanäle, beziehungsweise auch, wir sind auf dem Printday, auch natürlich die gedruckten Verkaufskanäle in irgendeiner Form angeht. Das soll es aber zum Werbeblock gewesen sein. Das heißt, jetzt zum eigentlichen Thema und hier vielleicht mal kurz die Begriffsdefinition. Was ist eigentlich ein Megatrend? Klingt nach einem großen Wort. Ist es auch, und zwar der Trend dahinter ist es, derjenige, der das Wort geprägt hat, war John Nesbitt, ist ein amerikanischer Zukunftsforscher, der eben sagt, der Megatrend beschreibt eben große, einflussreiche Trends, die eben politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich für Veränderungen sorgen. Das heißt, da geht es eben um Veränderungen in der Arbeitsumgebung, im Konsumverhalten, im Freizeitverhalten, Gesundheit, Bildung, kultureller Bereich und so weiter. Und ich glaube, egal wie wir Nachhaltigkeit denken, sei es ökologisch, ökonomisch, alles, was eben jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre und auch in Zukunft passiert, ist sicherlich was, was genau auf diese Bereiche einzahlt. Insofern ist das sicherlich auch ein Megatrend, den wir im Blick behalten sollten. Aber was heißt eigentlich oder was bedeutet Nachhaltigkeit und wofür ist sie auch wichtig? Dafür vielleicht mal einen kleinen Film, um ins Thema reinzukommen. Das war jetzt natürlich nicht die positive Ausprägung der Nachhaltigkeit, sondern eher das, warum sollten wir uns darüber Gedanken machen. Macht schon nachdenklich. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen Extrapolation schon gesehen hat. Das ist eine Serie auf Apple TV Plus, die auch so ein bisschen vorausdenkt, was passiert so ab 2037, wenn wir jetzt in der ökologischen Nachhaltigkeit nicht viel tun. Und das sind schon Szenarien, die da aufgezeigt werden, wo man sagen muss, da wollen wir wahrscheinlich alle nicht hinkommen. Und insofern ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig zu betrachten. Was wir hier gesehen haben, bezieht sich natürlich sehr stark auf das Thema ökologische Nachhaltigkeit. Und wir müssen uns natürlich als Softwarehersteller Gedanken machen, wie können wir dann Einfluss nehmen. Wir sind nicht diejenigen, die irgendwelche Dinge verbrennen, die irgendwelche großen Ressourcen verbrauchen, außer vielleicht den Kaffee bei unseren Entwicklern. Aber ansonsten ist das Ganze natürlich eher ein Thema, was in der Schwerindustrie verortet wird oder im produzierenden Gewerbe. Nichtsdestotrotz ist es was, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Nachhaltigkeit bezeichnet eben, ich habe es mir aufgeschrieben, Ressourcennutzung, bei der die Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme
Systeme, das heißt Lebewesen, Ökosysteme, was auch immer es sei, dafür sorgt, dass eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung gewährleistet ist. Und das kann auch nur rein das Überleben des Systems sein, heißt aber ganz deutlich, ich darf natürlich am Ende nicht mehr rausnehmen, als ich am Anfang reinstecke, um das Ganze am Leben zu erhalten. Und insofern ist Nachhaltigkeit natürlich ein Thema, das sich sowohl auf Ökologie, aber auch auf Ökonomie bezieht. Und in dem Umfeld sind eher eben unsere Software-Nachhaltigkeitsthemen unterwegs. In dem Kontext ist es so, dass wir eben hier drei Ebenen sehen. Das heißt natürlich die ökologischen Themen, Umwelt, Klima, Supply Chain und alles, was damit zusammenhängt. Aber auch die ökonomischen im Sinne von Mitarbeiter, Partner, Kunden oder auch die finanziellen Ressourcen, die wir hier entsprechend betrachten müssen. Mit so ein paar kleinen Ausprägungen hier unten. Wir wollen das Thema aber, oder ich möchte das Thema heute aber vor allem aus dem Bereich des PIM, also des Produktinformationsmanagements, aufziehen, weil das ist der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, mit dem sich auch viele der hier auf dem Tag Anwesenden beschäftigen. Und insofern vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen runtergebrochen auf drei Bereiche im Zusammenhang mit PIM. Das ist eben zum einen die Organisation, das ist zum zweiten sind das die Partnerbeziehungen und die Produktkommunikation. Und all die drei Faktoren haben einen starken Einfluss auf die Nachhaltigkeit, und zwar die Nachhaltigkeit unserer Kunden, das heißt der Leute, die PIM-Systeme, die DAM-Systeme und auch alles, was drumherum hier im Einsatz ist, entsprechend einsetzen müssen. Und deswegen will ich auf die drei Aspekte jetzt auch noch ein bisschen im Detail entsprechend eingehen. Starten wir mit der Organisation, die ist ein sehr wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, denn es geht beim Einsatz eines PIMs eben nicht um die Schonung von ökologischen, sondern um Ressourcen, sondern um den effizienten Einsatz der Ressourcen, sei es Mitarbeiter, sei es in irgendeiner Form technische Ressourcen, die ich habe, die ich vielleicht auch in irgendeiner Form begrenzt sind, und damit natürlich um die Möglichkeit, die Nachhaltigkeit, die Wirtschaftlichkeit nachhaltig aufrechtzuerhalten und vielleicht auch zu verbessern. Das erste Thema ist hier ein effizienter Change-Prozess. Das ist ein Thema, das wir ganz oft vorfinden, wenn wir in Prozesse bei Kunden reingehen, die vielleicht auch heute noch kein PIM-System im Einsatz haben. Es ist oft so, dass die Unternehmen sich verändern wollen, aber dass eben die aktuellen Organisationsstrukturen, die Grenzen, die da gegeben sind, politische Strukturen innerhalb der Unternehmen, die es ja doch immer wieder gibt, das Ganze entsprechend verhindern. Soll der Geschäftsprozess nachhaltig aufgestellt werden, dann muss eben das Thema Nachhaltigkeit auch in den Markenkern übernommen werden. Und das hat natürlich, klar, wenn ich das auch aus einer anderen Perspektive betrachte und von einem völlig anders aufgestellten Unternehmen komme, auch einen sehr, sehr starken, tiefgreifenden Transformationsprozess hier zur Folge. Das heißt, jede Ressourcennutzung, jeder Prozess im Unternehmen muss eben unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit neu bewertet werden, wenn ich diesen Change-Prozess zur Nachhaltigkeit in der Organisation anstoße. Und dadurch werden eben oft auch die Geschäftsmodelle ganzheitlich auf den Kopf gestellt. Das heißt, ich muss vielleicht neue Dinge verkaufen, ich muss Dinge abstoßen, und das sind große Change-Prozesse im Unternehmen. PIM-Systeme mit dem Punkt bieten eben den Vorteil, dass sich solche Systeme relativ schnell und einfach an neue Gegebenheiten, neue Prozesse anpassen können. ERP-Systeme sind meist sehr statisch, sehr schwerfällig, und das sind eben kleine, schlanke PIM-Systeme da meistens deutlich schneller und haben eben eine große Möglichkeit, hier den Change-Prozess aktiv zu unterstützen, Dinge, Transformationsprozesse als Zwischenspeicher von Informationen im Prinzip hier mit zu begleiten und auch insgesamt die ganzen produktbezogenen Prozesse und Workflows hier sehr, sehr schnell auch anzupassen an neue Organisationsstrukturen, an neue Produkte, die ich brauche. Und das heißt, ein PIM-System ist grundsätzlich ein sehr wichtiger Enabler für das Thema Nachhaltigkeit in der Organisation. Der zweite Punkt sind optimierte und abteilungsübergreifende Prozesse. Bei uns ist es meistens bei Kunden so, dass wir eben sehr viel verteilte Informationen, Feindschaften zwischen Abteilungen, es gibt noch das Marketing und die Werbung und vielleicht noch die Grafikabteilung und so weiter, die eben ganz oft gar nicht miteinander arbeiten, sondern jeder zieht an seinem eigenen Strang. Es gibt Insellösungen im Bereich der Software, der Datensilos und so weiter. Und das große Chaos können wir eben hier mit Hilfe eines PIM-Systems versuchen aufzuräumen und hier zu optimieren. Denn ein PIM-System schafft es eben, Daten an einem zentralen Ort zusammenzubringen. Das heißt, die zentrale Datenhaltung hilft allen Abteilungen, den
bereits bestehenden Content, auch den neu entstehenden Content entsprechend an einer Stelle zu haben, mit guten Datenstrukturen hier entsprechende Informationen schnell zu pflegen, schnell auf einen Stand zu bringen, der vielleicht dann auch wieder nach außen gehen muss, zu meinen Kunden, zu meinen Zwischenhändlern, die ich vielleicht noch habe, und damit entsprechend am Ende natürlich, wenn ich das mal optimiert habe, sehr viel Zeit und Geld zu sparen. Und damit natürlich auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Nachhaltigkeit, auf die ökonomische Nachhaltigkeit zu haben. Der letzte Punkt ist die Mitarbeiterakzeptanz. Viele Mitarbeiter fürchten eben die Einführung neuer IT-Systeme. Sie wissen, IT einführen ist immer ein riesen Change-Prozess. Das hängt mit viel Schmerzen zusammen. Und ich muss natürlich auch in meiner neuen Arbeit, dann in meinem neuen Tool entsprechend sehr viel lernen, um das einsetzen zu können, Schulungen machen und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist sehr viel Sorge und sehr viel Problemdenken bei den Mitarbeitern vorhanden. Heute sind aber PIM-Systeme eben keine großen, komplexen Maschinen mehr, wo ich lange Schulungen brauche, wo ich ein Handbuch brauche, um es zu bedienen, sondern es sind eigentlich Themen und Oberflächen, die sind intuitiv, die lassen sich eben nutzen, wie Webanwendungen heute aufgebaut sind. Ich weiß, was finde ich wo muss ich klicken, um was zu tun. Das heißt, das ist heute ein sehr selbsterklärendes und einfach einzusetzendes, zu erlernendes Tool. Und insofern ist natürlich die Überzeugung der Mitarbeiter, die Akzeptanz hier heute deutlich höher, als das vielleicht früher war. Damit können PIM-Systeme natürlich deutlich schneller in der Organisation wirksam werden und hier insgesamt auch einen sehr, sehr positiven Eindruck in der Nachhaltigkeit eben entsprechend geben. Die Organisation an sich in Summe ist natürlich damit ein sehr, sehr wichtiger Teil, ein essentieller Bauteil in der Gestaltung der nachhaltigen Ausrichtung eines Unternehmens. Der zweite Punkt sind die Partnerbeziehungen. Die sind meistens ein sehr wichtiger Punkt, gerade wenn ich an Händler denke, die natürlich nicht selbst produzieren, das, was sie produzieren, auch selbst an den Markt bringen, sondern wenn eben hier entsprechend auch externe Partner in der vor- oder nachgelagerten Ebene hier mit zum Einsatz kommen. Im Handelsumfeld ist natürlich so, dass die Produktdaten da ganz oft übermittelt werden müssen. Sie müssen transformiert werden. Sie müssen entsprechend in diesen Prozessen auch oft nochmal geprüft werden. Es müssen Kommunikationsprozesse stattfinden zwischen den einzelnen Partnern. Und damit haben wir hier natürlich große Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen stehen. PIM-Systeme bieten hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wir sprechen heute über offene Schnittstellen. Wir sprechen auch über Schnittstellen-Tools, wie zum Beispiel auch von Nexoma, einem Partner von uns, der auch hier vor Ort ist und schon gesprochen hat, um eben einfach solche Datensilos, unterschiedliche Datenstrukturen sehr schnell aufeinander zu bringen, sehr viel Transparenz in die Prozesse zu bringen und damit natürlich auch einen effizienten Datenaustausch und die sogenannte Datenwahrheit hier am Ende auch zu ermöglichen. Ganz wichtiger Punkt, effizienter Datenaustausch. Zweites Thema, die transparente Lieferkette. Das heißt, heute erwarten die Nutzer ganz oft, dass ich eben nachvollziehen kann, welchen Produkt kaufe. Vorher hat er um Bofrost gesprochen, die machen Tiefkühlnahrung, aber natürlich auch dort will der Kunde heute wissen, im Zweifel, wo kommen die Erbsen her, von welchem Bauer, von welchem Feld. Und solche Themen, solche nachhaltigen Lieferketteninformationen kann ich natürlich im Zweifel an einem Punkt, und oft ist das eben auch das PIM-System, zusammenfassen. Das heißt, hier kann ich einfach dokumentieren, kann Richtlinien festlegen, welche Informationen muss ich überhaupt zu einem gewissen Produkt hier mit vorhalten und mit ausspielen in die Online-Kanäle, in die Print-Kanäle. Und insofern habe ich hier zum einen eine sehr gute Struktur, in die ich einpflegen kann, und zum anderen natürlich auch eine gute Kontrolle darüber, habe ich alle Informationen und kann im Endeffekt meinem Kunden die Informationen liefern, die er heute möchte, um entsprechend hier auch die Transparenz zu haben. Das heißt wirklich vom Anfang der Wertschöpfungskette bis zum Ende versucht ein PIM-System hier dem Kunden alle Informationen zu geben, die er benötigt und die er möchte. Der letzte Punkt, effizienter Einbindung von Online-Marktplätzen, das ist ein Thema, was heute einfach zumindest im B2C-Umfeld, auch immer häufiger im B2B-Umfeld, eine immer größere Rolle spielt. Das heißt, es gibt immer mehr Distributionskanäle und deswegen ist es auch wichtig, alle dieser Touchpoints, nicht immer in der eigenen, sondern eben auch Plattformen, Marktplätze hier effizient zu bespielen und damit auch auf allen Plattformen eine gute Figur zu machen, ein einheitliches Bild zu zeigen. Da ist auch das Thema Markenkonsistenz spielt eine Rolle, was im nächsten Punkt noch kommt. Das PIM-System hilft hier eben, alle Distributionskanäle übergreifend zum einen überhaupt bespielen zu können, sicherzustellen, dass in allen Kanälen die richtigen Informationen sind und bleiben und damit dann entsprechend auch meine Präsenz als Anbieter auf dem Markt hier zu stärken. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Bereich der Partnerbeziehung, vor allem nach außen in Richtung der Endanwenderkanäle, eben zu zeigen, ich bin dein richtiger Partner und kann hier entsprechend dich nachhaltig bedienen. Das ist ja das Thema, das wir hier alle erreichen wollen.
Der dritte und letzte Punkt ist die Produktkommunikation. Das ist was, was eben sehr nah am PIM liegt, wie der Name schon sagt. Denn die hat einen sehr wichtigen Einfluss eben drauf, wie wird meine Marke am Markt wahrgenommen, wie trete ich hier auf. Ein wichtiges und oft auch sehr naheliegendes Detail, zumindest wenn man im Onlinehandel über das Thema Nachhaltigkeit spricht, ist, ich möchte weniger Retouren. Ich möchte, dass meine Produkte, wenn ich die einmal verschickt habe, im Idealfall beim Kunden ankommen und er bekommt genau das, was er sich gewünscht hat. Und dafür ist natürlich das Thema umfassender Informationsstand ganz wichtig. Der Kunde im Handel geht hin, kann die Produkte anfassen, anprobieren, riechen, schmecken, was auch immer notwendig ist, was auch immer er kaufen möchte. Im Onlinehandel oder auch im Distanzhandel insgesamt ist das natürlich schwierig, kennen wir alle. Und insofern ist natürlich wichtig, dass er zu einem Produkt möglichst viele und möglichst umfassende Informationen bekommt. Was ist die Passform? Videos, Bedienungsanleitungen, Themen, wie wende ich was an und so weiter. Das sind eben Dinge, die ich hier zum einen ausliefern muss und zum anderen auch irgendwo herbekommen muss, speichern muss, transformieren muss. Dafür kann ein PIM-System hier eben sehr, sehr gut und sehr umfassend helfen und den Kunden hier von dem ganz klassischen textlichen Informationsblock über Bilder, Videos und alles andere, was eben an Informationen da ist, so als sogenannte Single Source of Truth hier dienen und die Informationen überall entsprechend ausliefern. Der zweite Punkt, Produktkonfiguratoren. Je nach Kundenspektrum, je nach Kunden, der hier entsprechend zum Einsatz kommt, gibt es natürlich konfigurierbare Produkte und auch die haben natürlich zum einen einen Einfluss auf die Retouren. Ich möchte ein konfiguriertes Produkt noch weniger zurückschicken als eins, das entsprechend für den Kunden nur so ausgeliefert wird. Aber ich kann mit einem konfigurierbaren Produkt natürlich auch dem Kunden die Möglichkeit bieten, Dinge noch passender für sich hier entsprechend zu schneiden. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, den Kaufentscheidungsprozess eben zu beeinflussen, auch positiv zu beeinflussen. Und auch das ist ein Thema, was eben ganz viele PIM-Hersteller heute bieten. Entweder die Möglichkeit, in Konfiguratoren strukturiert auszuleiten oder sogar eben, in dem Fall ist es ein Beispiel eines unserer Kunden, das wir für den gebaut haben, Konfigurator für, hier ist es jetzt so Behandlungszeilen, ähnlich wie eine Küchenzeile, ist aber für Fußpflegestudios, gibt es aber auch einen Konfigurator für Behandlungsstühle und so weiter. Das heißt, hier ist die Datenbasis natürlich ein sehr strukturiertes Datenmodell im PIM und wir bieten die Möglichkeit eben hier damit sehr, sehr schnell in der Entscheidung des Kunden für ein Produkt und auch im Setup, in der Konfiguration des Produktes hier zu helfen. Wichtig ist hier natürlich immer das Thema Nutzerführung. Wie kommt der Nutzer zum Produkt? Wie schafft er es dann auch, das mit möglichst wenig Schritten in das zu bringen, was er braucht? Und da kann eben die Datenbasis im PIM, aber am Ende auch das Frontend für den Kunden hier entsprechend seinen Teil dazu beitragen, um hier überzeugend zu sein. Der letzte Punkt, die starke Brand Identity, das ist natürlich auch wieder ein Thema, was sehr stark sich in dem PIM-Umfeld zu Hause fühlt, vor allem auch, wenn ich das DAM-Thema mitdenke. Heißt, ich muss hier drauf schauen, dass eine Marke nach außen hin immer den gleichen Auftritt hat. Bilder haben die gleiche Qualität, Texte sind immer gleichartig, was Qualität, was Länge, was Aussage angeht. Das ist ein Thema, was bei vielen Kunden eine große Rolle spielt und wo eben auch ein PIM-DAM-System, der ganze Systemblock hier entsprechend helfen und unterstützen kann. Die Glaubwürdigkeit einer Marke lebt natürlich davon, von der Konsistenz und insofern ein ganz wichtiges Thema. Das PIM ermöglicht eben hier zentralen Zugriff für jeden Mitarbeiter, der eben irgendwas in Richtung Markenbotschaft machen muss. Der muss nicht jeder sich seinen eigenen Text überlegen, muss nicht jeder sich seine Bilder irgendwo her organisieren, selber bearbeiten, sondern er weiß, in meinem zentralen System finde ich die Informationen und habe die dann entsprechend. Und auch damit haben wir natürlich mit allen drei Punkten am Ende einen ganz, ganz wichtigen Impact auf die Nachhaltigkeit des Kunden und damit auch des Unternehmens, das eben ein PIM-System einsetzt. Zusammenfassend, wir kommen schon zum Ende. Ich habe gedacht, wir halten es wirklich ein bisschen kürzer jetzt im letzten Block. Verbraucher erwarten eben umfassende Produktinformationen. Sie wollen von den Unternehmen, von denen sie heute kaufen, auch ein Commitment sehen zu nachhaltigen Wertschöpfungsketten oder insgesamt zur Nachhaltigkeit. Und sie erwarten natürlich Transparenz in den Prozessen von Anfang bis Ende, in der Produktion, in der Verkaufs-, in der Auslieferphase und so weiter. Also Verbraucher sind heute deutlich sensibler dafür und das kann ich natürlich als Unternehmen
muss ich nicht nur darauf reagieren, sondern im Zweifel spiele ich sogar aktiv, um hier vielleicht auch damit einen Kopf weiter vorne zu sein als meine Wettbewerber. Händler und Hersteller, das heißt diejenigen, die das PIM-System einsetzen, benötigen hier entsprechend heute immer individuellere, immer ausgefallenere Informationsstrukturen, Schnittstellen für ihre eigene, wir nennen es immer Information Supply Chain. Und auch hier hilft das PIM natürlich entsprechend nachhaltige Geschäftsprozesse zu unterstützen und überhaupt erst aufzubauen. Kleine letzte Info, wir haben dazu auch eine kleine Studie oder ein White Paper erarbeitet mit der Group of Analysts zusammen. Hinter dem QR-Code liegt jetzt nur mein LinkedIn-Profil. Wenn es interessiert, einfach auf LinkedIn connecten, anschreiben, dann schicke ich es Ihnen gerne zu. Und dann gibt es da einfach noch ein paar mehr Informationen. Sollen ja vor allem auch Denkanstöße sein, um einfach im eigenen Unternehmen sich Gedanken zu machen, wie bin ich da heute aufgestellt, kann das heute meine Lösung, brauche ich da vielleicht eine Lösung für und damit dann entsprechend auch in der Nachhaltigkeit weiter vorne zu sein. So viel von mir, da bin ich nochmal. Gibt es Fragen zu dem Thema oder kritische Diskussionen oder sind alle froh, dass es rum ist? Danke. Okay, das ist schön zu hören. Also vielleicht ist halt auch mal zum Thema Nachhaltigkeit, finde ich halt die Conversion Rate immer noch ganz ein spannendes Thema in dem Kontext, einfach zu sehen, wie viel bringt es denn tatsächlich und was kann man unter Umständen damit machen. Das finde ich immer ganz cool. Definitiv, ja. Also vor allem damit das wirklich aufzeigen kann, dass also Sachen erfolgreich sind. Ja. Egal, ob es jetzt im Print ausgeleitet wird oder ob das jetzt online ausgeleitet wird. So geht es eigentlich, so gewinnt man die Entscheider häufig am schnellsten, vor allem wenn man die Latte nicht dann reißt, sondern locker drüber kommt. Ne? Definitiv, ja. Ja. Da vielleicht auch nicht zu hoch zu stapeln. Man wurde noch nie geschimpft, wenn die ROI früher hinkommt. Das ist richtig, ja, genau. Sie haben von den Kundenerwartungen gesprochen hinsichtlich der Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei den Lieferketten. Haben mich interessiert, also glauben wir hier alle oder glauben Sie, dass zum Beispiel ökologische oder soziale Aspekte bei der Produktherstellung wirklich ein Kaufentscheidungskriterium werden? Also keine Ahnung, ich kaufe einen Turnschuh online. Wird es irgendwann so sein, dass ich mich als Verbraucher danach entscheide, welchen ökologischen Fußabdruck dieser Turnschuh hinterlassen hat oder wo er hergestellt wurde? Ich glaube, heute ist es nicht so. Ne? Also mein Sohn kauft seine Turnschuhe nach dem Preis und nach dem Brand. Es ist heute, glaube ich, vielleicht noch nicht so, aber der Generationsshift ist im Moment im Gange, weil die Generation Alpha, die jetzt kommt, die nach der Z, die haben ja wirklich den Anspruch zu sagen, also tiefgreifend reinzublicken, wo kommt es her? Zwischen dem, was genau. Wir sagen und denken, ja. Und zwischen dem, was wir tun, kann man in jeder gelben Tonne nachsehen. Ja? Also jede Wertstofftonne aufmachen und sieht man, wie weit ist der Gap, ja, zwischen dem, was wir sagen und tun. Tatsächlich, wir haben einen 14-Jährigen zu Hause, der jetzt seit einem halben Jahr krass vegan drauf ist und das auch durchzieht. Ja. Muss dazu sagen, er nimmt uns ein Stück weit mit. Wir essen noch Fleisch, aber einmal in der Woche ganz bewusst und einmal in der Woche ganz bewusst Fisch. Aber ich glaube tatsächlich, es wird irgendwann mal für die in der Entscheidung, ja, gerade wenn er es dann auswählen kann und nehme ich das, kommt es sicherlich dazu. Das ist ein Kriterium. Die Anschlussfrage ist aber dann in der Tat, was müssen Ihre Kunden und Sie als PIM-Anbieter und die anderen PIM-Anbieter dafür tun, dass diese Informationen dann im Kaufkanal landen? Also ist das heute möglich? Also es ist technisch heute schon möglich und ich glaube, es ist am Ende wirklich ein Thema, das auf Seite unserer Kunden gelagert ist und wir müssen natürlich Überzeugung da leisten, wir müssen aufklären und müssen sagen, es ist ein wichtiges Thema für deine Kunden, es vielleicht auch belegen können in irgendeiner Form, dass es messbar ist und dann ist es rein technisch sicherlich möglich, die Information abzubilden. Natürlich muss ich die Information bekommen und da ist dann eben genau das Thema, wo kriege ich denn die Lieferketteninformationen her, wo sammle ich die zentral, dass ich die auch bekomme, wenn ich ein Handy bin, habe ich vielleicht Hersteller, Lieferanten, die können die Informationen schon liefern, andere noch nicht. Also vielleicht auch am Ende sogar in der Lieferantenauswahl dazu überzugehen, zu sagen, wir haben gewisse, vielleicht sind es auch nur gewisse Produktbereiche, wo ich heute schon sage, da ist es für meinen Kunden schon wichtig, die Info zu haben und wenn du die mir nicht liefern kannst als Lieferant, wirst du gar nicht gelistet, wirst du runtergerankt, wie auch immer, in der Verteilung dann, wo tauche ich im Webshop auf. Also ich glaube, da können unsere Kunden schon eine große Rolle spielen.
Aber natürlich muss am Ende der Need da sein und muss auch das spürbar sein, dass die Kunden das fordern und möchten. Und heute sind wir da, noch nicht in der Ausprägung, aber die kaufkräftige Generation, die nachkommt dann, wenn die so in die Konsum, ins Konsumalter kommen, ich glaube, da wird es deutlich wichtiger dann und eine immer größere Rolle spielen. Ja. Weil die Informationen in einer Software abzubilden oder sie auch zu übertragen, das ist halt Software, da geht mal alles. Ja? Das ist das kleinste Problem. Es muss nur jemand im Unternehmen erstmal erkennen, dass der Need da ist. Und wenn das erkannt wurde, muss auch klar sein oder klar gemacht werden, dass da jemand die Verantwortung für hat, dass diese Informationen eben mal ganz einfach eingetragen werden im System. Wenn dort das Feld ist, ist das jetzt vegan, ist das jetzt vegetarisch oder ist es halal? Ja, dann muss diese Information natürlich irgendwo herkommen und vielleicht haben wir irgendwann auch eine KI, die das dann selbstständig macht. Dann muss aber trotzdem noch jemand wahrscheinlich prüfen. Ja. Aber letztendlich, die Informationen werden ja aktuell auch schon verlangt, können im PIM-System gepflegt werden. Also es ist ein einfaches Attribut, ja, welches dann noch mit weiteren Attributen zusammengeführt werden kann. Ja, und dann können die Informationen auch übertragen werden. Da scheitert es meistens dann letztendlich dran. Und die Software sorgt einfach dafür, dass ich strukturiert sehe, wo habe ich die Informationen, wo habe ich sie noch nicht und sie vielleicht auch aktiv einfordern kann, im Zweifel auch automatisiert, indem ich eben sage, über mein Lieferantenportal, wenn du mir Daten importierst, da fehlt was, ich brauche die Informationen zu vegan, zu ökologischer Herkunft, was auch immer. Und ich kann die Daten gar nicht annehmen oder möchte sie nicht annehmen, wenn ich die Informationen nicht habe. Das war ja jetzt auch bei dem Beispiel heute Morgen, Rohfrost, was für Attribute da jetzt gepflegt werden. Nutri-Score war früher nie ein Thema. Ja. Kann das PIM, kann jedes PIM pflegen, Stahlhaltung etc. Das sind auf einmal alles Themen, die nachgefragt werden und die ein PIM natürlich entsprechend vorhalten kann, wenn sie denn da sind. Ja, genau. Also ich glaube, im Lebensmittelbereich ist der Bereich, in dem das schon am weitesten fortgeschritten ist. Der Turnschuh ist wahrscheinlich heute wirklich noch ein Thema, wo es eher um Passform, um Optik, um vielleicht sogar Preis geht. Aber ich denke, und das sehen wir halt in den jüngeren Generationen, dass sich das immer in immer breitere Bereiche des Lebens und des Konsums ausbreiten wird. Es gibt das auch Thema. Schuhe und also das kommt ja, klar. Dazu. Ist aber heute alles noch eher Nische, aber genau. Das wird sicherlich zu einem Thema, definitiv. Das ändert ja nichts, dass ich Content halt brauchen. Richtig, genau. Ich fand das schön, heute hat die Simia Merki aus der Schweiz gesagt, wenn ich dann, wenn wir hier ein Team zusammenstellen würde, ja, die hat einen schönen Satz gesagt, Culture Fit over Skill Fit, ja, also wenn ich dann da so jemanden zusammenzuge und sage, ich will zukünftig mein Projekt dahingehend richtig ausrichten, dass also diese sozialen Komponenten eine Rolle spielen, dann würde ich ins Projekt hin vielleicht jemanden nehmen, der die Kultur einfach hat und lebt, also dann würde ich vielleicht nicht die sich über die CO2-Geschichte lustig machen und die vegan für so eine halbscharige Geschichte halten, so jemand würde ich da vielleicht nicht in das Team mit reinnehmen, sondern da muss ja jemanden holen, der diese Kultur lebt und dann ist es ein PIM abzubilden. Also es geht ja darum zu wissen, was spricht denn jetzt die Leute an, die mit 14 vor einem Rechner hocken, Minecraft spielen, Fortnite spielen, was weiß denn ich, ja, keine Ahnung. Was geht die denn an? Ja, und es gibt, heute kennen wir schon Unternehmen, die in der Produktentwicklung 14-Jährige drin haben, ja, also wenigstens Kontrollgruppen haben oder so. Also wenn, dann würde ich immer in die Richtung raten, dass ich mir da beim PIM, ob ich da nicht noch ein Feld mehr pflege oder weniger einfüge, was das jetzt für ein Medium ist, das ich da drin verwalte, das ist ja völlig wurscht letztendlich. Ich brauche ja die Idee, wie ich das zusammenbringe. Und dass es eine Rolle spielen wird, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ja. Also kann ich ja nicht negieren. Ja. So ist es, ja. Kann man schon, aber. nicht lang, oder nicht auf Dauer, ja klar. Ja, ja. Man kann schon negieren, aber es nutzt halt mal. Es kommt halt trotzdem. Das soll auch kommen. Ja, alles gut. Also da. Aber wenn wir jetzt eben sowas sind, wie jetzt bei, wenn wir jetzt bei den Klimageschichten sind, da gab es ja dann ob Nature Office, Climate Partner, MyClimate und was es dann alles für Anbieter gab und gibt, ja, die bieten dir ja den Link dann dahin, wo du dein
CO2-Kompensation wiederum darstellst bei Wasserkraftwerken in Burkina Faso, was in Leifel was, keine Ahnung. Ja. Also es gibt ja alles. Die Inhalte sind ja alle da. Ja. Du musst vielleicht erkennen in der Software, dass einer jetzt sich tendenziell für solche Sachen interessiert. Ja, das kann ich ja, wenn ich ein SAP und ein Marsis drin habe und auch andere Systeme, die können das. Ja. Ja. Und das spiele ich halt dann mit meinen PIM-Dingen zusammen. Also das, also softwaremäßig ist das jetzt keine so Herausforderung. Definitiv. Darum finde ich das Culture Fit over Skill Fit. Fand ich cool. Ja. Nehme ich mir mit, habe ich mir auch gesehen. Fand ich cool. Hat mir gefallen. Super. Ja, für PIM ist es nur ein kleiner Schritt, ne? Was man irgendwie schnell einarbeiten. Ne? Ja. Das Fleisch ist weniger, aber der Geist ist schwach. Aber alles, was dahinter ist, viel großartiger. Ne? Deswegen, ja, definitiv. Und wir müssen halt auch schauen, dass wir dran sind, dass wir mit den Kunden im Prozess natürlich die Software einführen, das ist das eine, aber genau in diesem Prozess, im Change-Prozess unterstützen, sensibilisieren, sagen, hast du ja schon mal dran gedacht, Projektteams richtig zusammenstellen, das war eigentlich genau das richtige Stichwort und dann... Ja. Vertrauen, ne? Also, Verantwortung, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, und es ist halt auch zielgruppenspezifisch ausgespielt. Es gibt Zielgruppen, da müssen wir es stärker spielen. Es gibt welche, die stärker spielen. Du brauchst halt eben die Themen, du brauchst die Produktfelder. Du musst es halt dementsprechend ausspielen. Und dann weißt du, wie die Zielgruppe was verträgt oder was braucht. Ja, genau. Die Basis ist halt einfach da. Und es muss halt einfach nur erweitert werden. Und die Attribute, die halt eben auch nicht in der Nachhaltigkeit machen. Genau. Cool. Dann vielen Dank. Guten Heimweg später.